König Karl Gustav, Hof bestätigt. Herz-OP ist gut verlaufen. Aufatmen in Schweden. Nachdem der königliche Palast vor wenigen Tagen bekannt gab, dass König Karl Gustav, 76, am 20. Februar einen Eingriff in der Herzgegend vornehmen lassen müsse, war die Sorge groß. Doch nun meldet sich der Hof mit einem beruhigenden Statement: die OP ist gut verlaufen. Heute Morgen, am 20. Februar, unterzog sich Seine Majestät der König einem chirurgischen Eingriff mittels Kathetertechnik in der Herzgegend, heißt es auf der offiziellen Website des schwedischen Palastes. Und weiter: die Operation ist planmäßig verlaufen und der König fühlt sich gut. Der König bedankt sich bei allen für die Unterstützung und die Wärme, die ihm entgegengebracht wurde. Und ist dankbar für das schwedische Gesundheitswesen. Aufmunternde Worte, die das gesamte Land besänftigen dürften. Außerdem ist diese Nachricht für seine Enkelin, Prinzessin Leonore, die am heutigen Montag ihren 9. Geburtstag feiert, das wohl schönste Geschenk. Louis und Marie Ducrut, beide 30, schwelgen im Liebes- und bald auch im Familienglück. Im November vergangenen Jahres verkündeten der Sohn von Stephanie von Monaco, 58, und seine Frau, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Wenig später verrieten sie, dass sie ein Töchterchen bekommen. Seitdem versorgen die beiden ihre Fans in den sozialen Medien mit romantischen Pärchenschnappschüssen, wie jetzt. Vor einem strahlend blauen Himmel posiert das Paar, Louis legt seine Hand schützend auf den Babybauch seiner Liebsten. In der Kommentarspalte wird nicht nur häufig betont, was für ein tolles Paar die beiden seien. Auch der ausgeprägte Babybauch kommt mehrmals zur Sprache. Lange kann es nicht mehr dauern, meint eine Userin, Baby wächst, schreibt eine andere. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: instagram.com, Kungahusetsee.